Gib den Apfel. Okay, hör mir zu. Gib den Apfel, den du gerade genommen hast. Gar nichts. Gib den Apfel. Hör mir zu. Ich schwöre auf meine. Ich will jetzt nicht auf Familienmitglieder schwören. Rewe, hör mir zu. Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Staffel von Craft Attack 6. Yeah! Alles klar. Mit dabei sind. Okay, ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz. Oh. Hallo, ich. Okay, stopp! Wollen wir vielleicht ganz kurz die Teilnehmer. Soll ich sie einmal aufzählen? Also alle. Let's go! Ich glaube, das hat sich erledigt. Also mit. Okay, ich sag folgendes: Alle Leute sind einfach in der Beschreibung, wenn ihr es sehen wollt, weil es geht einfach nicht in dieser Gruppe. Ich finde jetzt ganz viel Spaß. Bei Craft Attack. Dena, warum? Hör auf zu existieren! Oh, nice. Oh, läuft auf jeden Fall richtig krass gerade. Craft Attack. Oh Gott, es wird. Es ist einfach immer dasselbe. Es wird noch schlimmer von Jan. Ich wollte die dritte Hallo, wann fangen wir jetzt an? Ja. Oh, get it, wood! Oh, hau ab, das ist mein Grundstück. Was macht Alpha-Stein hier? Och, Mann. Okay, Leute, willkommen zu Craft Attack 6. Absolut chaotisch. Warum kann ich den Baum hier nicht abbauen? Warum ist Alpha-Stein denn jetzt bei uns? Hallo, meine Freunde. Boah, Junge. Mo? Ja? Können wir kurz Alpha-Stein einfach umbringen, bitte? Okay. User was moved Petrit, Mo, was ihr willst, Mann, wieso? Ja, besser ist, dass du es nicht weißt. Lass dieses normale Biom gehen, okay, Revi? Schwör, ich würde mich am liebsten jetzt einfach muten und kurz eine Anmoderation machen. Also, ich grinde hier auf jeden Fall mein Haus hin. Mo, lass hier direkt mal Bereich abstecken, okay? Lass mir direkt Zäune holen und sowas, Fackeln, Mo, dies, das. Und dann halt direkt richtig auf Allmann, sein Vaterbasis, hier abstecken. Kabel, ja? Wir brauchen hier oben ganz dringend deine Hilfe, wirklich. Wir müssen sofort unser... Wo seid ihr? Bruder, wir machen hier... Ich bin jetzt bei Petrit, Digga. Also wir machen hier oben eine Assi-Festung. Mittelmeer? Ja, ja. Links oder rechts davon? Mitte, so. Oh, fuck, okay, macht irgendwo Sinn. Also, ich weiß nicht genau, wie diese Gruppe jetzt zustande gekommen ist. Plötzlich bin ich mit Petrit, Mo und Alphastein und Kaddel. Hallo, du bist süß. Zwei dieser Leute kann ich absolut nicht leiden. Rivi, welche Koordinaten? Yalla. Petrit, ich will nicht, dass du bei mir baust. Doch. Ich hab die Koordinaten, ich hab die. Alphastein, bitte hör auf, bitte gib's ihm nicht, bitte. Gamers Time kommt, Rivi, Hilfe. Gamers Time gehört dazu, Gamers Time gehört dazu. Alles gut. Pass mal auf, wenn wir wirklich zusammen bauen, okay? Ja. Kein Stress für mich. Kein Stress für mich. Bleib jetzt einfach hier oben, da wo jetzt Alphastein gerade ist. Alphastein, da baue ich jetzt. Wenn du jetzt hier anfängst, ein Haus zu bauen, ich klatsch dich direkt tot, wirklich. Ich mein's ernst. Nein, du baust kein Haus mit mir, auf keinen Fall. Ja. Ey, entspann dich mal. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ey, Junge. Baby, kann ich über dir bauen? Ja, Digga, ich verpiss mich einfach direkt woanders hin, wirklich. Gar keinen Bock drauf. Alles klar, okay, Simon hat mich gerade schon umgebracht, ich verpiss mich direkt woanders hin, Digga. Wo bist du gerade? Ich bin gerade hier oben bei euch da an dem Hügel. Ja, ich flieg einfach woanders hin, wirklich. Das ist Craft Attack mal wieder. Absolutes Chaos. Ich weiß auch nicht, was Simon da wieder an der Stelle von mir wollte. Oh mein Gott, Kevin, ich habe jetzt schon die perfekte Idee, was wir machen können. Hier ist so ein riesiger, so eine Klippe halt, weißt du, was ich meine? Ja. Da könntest du bauen. Early Boy, was machst du jetzt hier? Hallo. Early Boy, bitte. Ich will mitwohnen. Early Boy, nein, ich schwöre, ich möchte Keller wo. Early Boy, komm, hast du nicht eine andere Gruppe oder so, die du. Also nichts gegen dich, aber. Aber es wäre echt nice, wenn ich jetzt einfach hier kurz anfangen könnte, mir ein Haus zu bauen. Weißt du, Kevin und ich, wir wollen das hier anständig und gesittet aufziehen und später zünde ich alles. Okay, ne? Ich mit. Es tut mir wirklich leid. Ja. War das jetzt ernst gemeint, meiner Meinung nach? Ich glaube nicht, aber Early Boy hat es ja vollgenommen. Immerhin, dann sind wir los. Also, wenn du zu mir kommen kannst, Kevin, weil hier ist nämlich eigentlich ganz geil. Und zwar ist hier oben so. Ja, ich muss erstmal jetzt echt lange schwimmen. Boah, Kevin, wie lange wir nicht mehr miteinander aufgenommen haben, Alter. Craft Attack, das habe ich so vermisst, Alter. Wirklich. Und ich glaube auch, dass diese Staffel Craft Attack was Besonderes wird, weil wir sind richtig, richtig viele Leute dieses Mal. Und vor allem sind auch so Leute dabei wie Alphastein, wo ich beim besten Willen nicht verstehen kann, warum. Aber, also ich würde direkt am Spawn bauen. Du auch, Kevin, damit wir so eine richtig geile Stadt direkt am Spawn haben, weißt du? Könnten wir bauen. Also ich habe so ein bisschen schon was geplant. Mhm. Ich wollte in der Staffel gucken, dass ich von Game of Thrones diese Festung Hohenehr baue. Oh mein Gott, das passt richtig gut. Das passt richtig gut. Da können wir dieses Mondtor machen. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Hier vorne ist auch direkt so ein richtig geiler Turm oder so eine Klippe oder sowas. Da könnten wir so eine krasse Brücke dazwischen bauen. So eine geile Steinbrücke, weißt du, was ich meine? Ja. Da könnte auf der einen Seite halt dieser kranke Turm sein, auf der anderen Seite so eine krasse Festung irgendwie. Also Leute, ich habe jetzt bewusst mal ganz gesittet angefangen. Ich weiß auch nicht, was Simon jetzt an der Stelle von mir wollte, hat mich einfach umgebracht, aber egal. Dafür gibt es auf jeden Fall dann wieder Rache auf meinen Nacken. Der wird auf jeden Fall darunter noch leiden. Wie gesagt, der wird sehen, wenn ich ein Steinschwert habe. Dann wird er schon dumm gucken. Dann wird er dumm schauen. Steinschwert, also. Junge, morgen haben wir schon Full Dia. Morgen Full Dia, direkt die ganze Nacht durchgrinden, Alter, was geht? Petrit ist hier, Petrit ist bei mir. Ja, warte, lass gleich mal Simon und Petrit direkt umbringen, okay? Lass die gleich Tag Team. Wir fahren uns ganz kurz ein paar Sachen, Leute. Also ich will auf jeden Fall
in dieser Staffel alles andere als friedlich sein. Ich will direkt Ärger machen. Kevin und ich haben uns eigentlich verschworen, dass wir direkt Patrick umklatschen. Es ist halt ein bisschen blöd, dass halt hier keine Tiere spawnen, ne, Kevin? Also so in diesem hohen Land spawnen keine Tiere, oder? Ja, die müssen wir wieder sehr aufwendig dann farmen. Shit, der hat sich hochgebaut mit Sand. Ich wollte gerade den untersten Block abbauen, dann wäre der komplett mit seinem ganzen Sand runtergefallen. Doch, er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen, Patrick, gerade. Meine Guck mal, Early Boy, es ist schon wieder so typisch. Es geht direkt wieder los, Alter. Alle schreien wieder nur im Chat rum. Mann! Ich will nicht wissen, wie Patrick sich gerade abfuckt. Und das Ding ist, er weiß nicht, wer ihn getötet hat, weil das steht da nicht. Warst du das mit diesem Sand? Ja, ich hab das Sand gebaut. Junge, Alter, schön ehrenlos direkt von Anfang an. So muss das sein. Aber der Alter, hier ist ein Schiffswrack. Ich kann direkt eine Kiste bergen mit einer Schatzkarte. Oh mein Gott, gönn dir. Geh direkt hin. Ich hol uns das direkt, dann haben wir das. Ah, shit, die Kiste hat schon jemand geplündert. Shit. Ja, Leute, wer ist dabei? Iosat als Secret mit dabei. Miss Flock ist neu dabei. Rivet ist, glaube ich, auch mit dabei. Kenne ich auch noch gar nicht tatsächlich. Sonst Riole kennt man schon, The Joecraft ist neu, Gomme kennt man auch, ja, ich glaube, also es gibt auf jeden Fall ein paar neue Gesichter, aber die findet ihr natürlich auch alle in der Videobeschreibung. So, ich habe schon 3 Wolle besorgt, dann können wir uns direkt ein Bett craften. Oh, geil, Digga, nice, sehr schön. Ich habe jetzt schon kommen nämlich jetzt Mobs, wenn du nicht regelmäßig schläfst. Echt jetzt? Ja, so Phantome kommen dann, oh, die sind richtig stark. Was? Soll ich direkt so einen Zaun bauen auf Allmann-Basis? Kannst du machen. Dass man direkt weiß, dass wir hier wohnen, Alter. Ja, ich würde sagen, wir stecken hier ganz kurz alles ab und dann machen wir da schon Ärger, oder Kevin? Also wir müssen auf jeden Fall in der ersten Folge müssen wir direkt Action haben. Ich wollte nur ganz kurz hier sicher gehen, dass wir alles schon mal gesaved haben soweit. Ja, wir müssen zumindest ja gleich eine kleine Kiste oder so machen. Und dann lass uns unser Bett hinstellen. Dann tun wir uns einmal kurz reinlegen, damit wir dann dort spawnen. Aber wollen wir es in die Kiste reinlegen? Ja, ich würde Sachen in die Kiste legen. Ich weiß doch gar nicht genau, Leute. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ob ich tatsächlich Craft-Tech-Videos machen soll oder nicht. Genau, ob ihr Craft-Tech auf meinem Kanal auch sehen wollt oder nicht. Denn ich habe es ja bei Link ein bisschen weniger tatsächlich gemacht. Müsst ihr mir einfach mal sagen, Leute, nicht? Boah, ich muss jetzt gleich erstmal gucken, dass ich zu dir hochkomme. Patrick ist schon wieder gestorben. Ah, der arme Junge, Alter. Der schreit bestimmt die ganze Zeit nur rum. Ich bin richtig froh, dass ich diesen Channel nicht mehr betreten habe, Alter, wirklich. Also, das ist einfach nur anstrengend. Und Mo ist auch gestorben. Guck mal, da brauchen wir gar nicht Ärger machen. Die töten sich eh schon gegenseitig, die Dullis. Wenn ich unbedingt umklatschen muss, ist Simon für den Kill eben. Also wir müssen auf jeden Fall gucken. Kaddel ist bei mir, was will der hier? Umbringen. Ich kann ihn doch nicht einfach abschlachten. Denk mal, die ersten Leute werden gleich disconnecten. Ich muss gleich nur gucken, dass mein Auto nicht abgeschleppt wird, Leute. Die stehen nämlich auf dem Parkplatz. Ja, die machen um 9 Uhr zu, Alter. Und dann schleppen die mein Auto einfach ab. Die haben mich letztes Mal schon, kam so ein Parkplatzwächter, wollte mich mit einer Taschenlampe hauen einfach. Ich bin so hinterhergelaufen. So richtig krank, Alter. Wirklich. Ja, wirklich jetzt, Digga. Ehrlich, so ein Rentner. Kein Scheiß. Glaubst mir nicht, oder? Taschenlampe. Also, okay, also ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Thomas hat hier raus eine knackige Timelapse geschnitten. Ihr seht auf jeden Fall schon, dass hier einiges passiert ist. Alles, was interessant zwischendrin gewesen ist, hat Thomas reingeschnitten. Also nichts viel. Wir stecken gerade unser Gebiet ab und wenn wir gleich alles zusammen haben, sehen wir es gleich nochmal wieder irgendwie. Und dann gibt's richtig Ärger. Dann gibt's richtig Beef, Alter. Da hab ich richtig Bock drauf. Ey, Leute, guck mal, wer hier ist. Kevinius am Start. Was geht, Alter? Sehr schön. Aber Stone, Alter, warum krieg ich Schaden? Patrick ist ertrunken. Junge, der ist so dumm, Alter. Patrick, ich schwöre dir, warum bist du so unendlich dumm? Hä? Hast du Minecraft verlernt? Was ist so? Bist du ertrunken, Alter? Ja, ich bin ertrunken. Ich hab halt verlernt ein bisschen. Patrick, Junge, ich schwöre dir, du bist wirklich mit Abstand der dümmste Mensch, den ich kenne, ehrlich. Warte ganz kurz, Baby. Was soll das erstmal hier werden? Was soll das werden? Ah, ich habe dich, glaube ich, gefunden. Patrick, wenn du jetzt kommst und hier Stress machst, ne? Ich sag's dir nur. Patrick, ich sag's dir jetzt nur, Kevin hat schon richtig kranke Sachen gefarmt. Der hat oben schon eine Kiste hingestellt. Frieden. Was? Frieden, Baby. Patrick, okay. Was machst du hier? Ich schwöre dir, Patrick, okay, pass auf, folgendes. Wir können. Hey! Patrick, wir machen eine kleine Allianz, okay? Oh nein! Hör mir zu! Verhandlung! Warte! Gespielt, ne? Kaddel! Wir wollten dich eben nicht umbringen, nur dass du es weißt. Du bist einfach weggelaufen. Mein Geist, mein Schlaf hat sich so verbessert in diesem Jahr. Okay, Patrick, hör mir zu. Allianz bedeutet folgendes, okay? Allianz? Ein Friedenspakt, okay? Wir gründen einen Pakt, Patrick, okay? Also, Digga, Simon hat mich eben schon umgeklatscht. Ja. Ich möchte einfach nur, dass das Gebiet, was ich hier gerade abfarme, komplett unangetastet von euch bleibt erstmal, okay? Dass hier keiner hinbaut oder so. Für wie lange? Für komplett, weil ich hier alles schon abfarme, was? Digga. Komplett? Ich steck hier ein Grundstück ab, Junge. Okay, Rewe, wir haben es jetzt. Du nimmst doch. Gib den Apfel. Okay, hör mir zu. Den du gerade genommen hast. Gar nichts. Gib den Apfel. Hör mir zu. Ich schwöre auf meine. Ich will jetzt nicht auf Familienmitglieder schwören. Rewe, hör mir zu. Guck mich an. Ja. Ich werde dein Grundstück nicht berühren.
berühren, okay? Also wir berühren schon mit meinen, also mit meinen Füßen schon, aber... Aber das gleiche gilt auch, das gleiche gilt auch für Cuddle, oder Cuddle? Ja, ja. Wir sind Bros, ja, wir verstehen uns. Digga, ich sag mal so. Guck mal, ja? Rebi, ich darf es mit meinen Füßen... Hör doch auf! Aber das war's, okay? Wenn also du hier Blöcke hinsetzt, Bruder. Ja, aber ich darf jetzt hier das Ideale, die ich jetzt aufgehoben habe, muss ja setzen, Baby. Was? Ich habe ja was aufgehoben, guck mal. Ja. Von dir aus versehen. Das heißt, ja, ich muss das setzen, um das dir zurück. Patrick! Baby, das macht doch nur Sinn. Ich sag dir nur, ich sag dir nur eins, strapazier mich diese Staffel nicht, okay? Ich strapaziere dich gar nicht. Du willst das nicht, Digga. Ich hör mal zu, ich hab das gerade abgespeichert. Gönn mir doch mal dieses Wort jetzt. Ich will deine und meine Nerven nicht strapazieren. Ey, Patrick, ich bin sehr lernfähiger Mensch. Patrick, ich sag dir nur, ne? Du kannst so oft dein Fortnite-Bann faken, wie du willst. Na ja, ja. Aber wenn du diesmal versuchst, auf meinen Nacken durch irgendwelche Ausrasten auf mir. Hör du mal zu. Patrick, auf meinen Nacken Klicks zu ziehen. Auf meinen Nacken wurden auch schon viele Klicks gemacht. Rewe, schau, wir kennen uns seit 7 Jahren. Wer wen Nacken macht, das ist egal, weil bei unter Brüdern gibt's sowas nicht. Okay, ich will dir jetzt so sagen, ich muss gleich vielleicht schon nach der ersten Hilfe schreien, weil ich muss Simon umbringen. Der hat mich eben einfach umgeklatscht und das werde ich nicht zulassen. Jo, sind wir dabei, gar kein Problem. Okay, gar spannend. Wir sind Allianz, wenn du Hilfe brauchst, dann sind wir da. Ja, Allianz ist nicht so ganz, ich würde sagen eher der Pakt. Ihr kriegt sogar Steinschwerter von uns. Nee, wir sind Geschäftspartner, kann man auch Pakt, sagen. Okay. Geschäftspartner. Wir wollen das Bruttoinlandsprodukt steigern und dementsprechend kriegen wir. Digga, ganz ehrlich, wir sind sowas wie ein Enterprise, verstehst du? Wir sind so ein eigenes Business. Wir sind so ein Enterprise. Wir wollten auch das Bruttosozialprodukt steigern. Genau. Patrick, was machst du da? Ich hol Stein für dich. Du hast gesagt, du. Patrick! Ja, für den Pakt! Wir haben gesagt, du fasst mein Grundstück nicht an! Hör mal auf jetzt, wirklich! Patrick, komm jetzt mal raus jetzt. Wir haben gesagt, wir machen hier nichts. Kaddel, kannst du. Pass auf, okay. Eine Sache. Erstens, Kaddel, ich rechne dir sehr vieles hoch an, okay? Ich ernenne dich jetzt hiermit zu Patricks Betreuer. Okay? Das ist gemein! Ich wollte nie was im sozialen Bereich machen! Kaddel, du musst jetzt wirklich aufpassen, dass Patrick keine Scheiße baut. Geht hier komplett in den Berg. Wir sind jetzt offiziell Partner. Noch nicht offiziell. Patrick, wir sind ein Enterprise. Denk dran, okay? Was ist ein Enterprise? Erkläre mir. Wir sind der Pakt einfach. Okay, ja, das reicht als Erklärung. Ja, Pakt ist ja wohl ein deutsches Wort, Mann. Raumschiff Enterprise? Englisch. Wir bauen so eine richtig große Handelsflotte, Patrick, okay? Wir werden wirklich so eine richtig alles versklavende, ekelhafte, perfide Welt machen. Wir werden quasi die eiserne Bank. Genau. Okay, Patrick, wir müssen jetzt vorbereiten für den Kampf. Und die machen das ja jetzt auch. Ja. Habt ihr schon mal ein paar Äpfel für uns? Also hier vorne liegen noch, da vorne liegt noch einer. 5 Äpfel pro Minute. Nein, aber wir können uns gleich alle Full Iron machen. Hast du nee, schon nee. Gleich? Kevin ist aber so eine Maschine. Nein, ey. Das ist so, wenn nach Diamanten suchen. Patrick, schon wieder aus dem Arsch schieben. Er muss es jetzt mal selber farmen. Jetzt komm her, Patrick. Patrick, dein Sozialarbeiter sagt, Patrick, du musst auch mal selber machen. Ja, okay. Warum, Patrick? Jetzt nicht Patrick okay. wieder so wie okay, ganz kurz. Kevin, Real Talk. Was haltet ihr von den Namen? Wir brauchen wieder einen safe and catchy Namen, der Eiserne Pakt. Wir haben jetzt schon einen Namen, Eiserner Pakt. Eiserner Pakt ist schon Killer eigentlich. Eiserner Pakt ist schon gut, oder? Was hast du denn gesagt? Eiserpack? Das Eispack. Das ist so, wenn du dir den Kopf gestoßen hast, kriegst du einen Eispack. Das würde zu mir nicht so passen. Digga, wir fangen direkt an. Morgen direkt Schutzgelderpressung im Stream. Direkt. Nice, Alter. Bei wem heute Abend 18 Uhr Schutzgelderpressung im Stream. Early Boy, ganz klar. Danach Simon. Oh, Ja, Early Boy stimmt. Der hat bestimmt gut Ressourcen und so. Er ist Admin. Ja, immer mit den Leichtsinn von Anfang. Ja, aber dazu. Simon wird später noch für diesen Kill, den er bei mir gemacht hat, bezahlen, der Ehrenmann. Ja, Einfach random. Ja, Patrick, wir müssen jetzt mal unsere komplette Aggression beiseite schaffen. Unsere Power mal bündeln, okay? Okay. Ja, du musst jetzt nur vorstellen, Patrick, wie Early Boy auf deinen Nacken Klicks macht, wie zum Beispiel, der nennt seine erste Folge Patrick wegen Hacken gebannt. Oh. Will ich nicht schätzen, aber ich würde es mir nicht gefallen lassen. Ich auch nicht. Ihr habt vollkommen recht. Ich will diese Mann. Du musst Early Boy sein Haus dafür zur Strafe sprengen. Guck mal hier vorne können wir diese, könnten wir auch dieses Loch hinbauen hier. Ich aber kann leider nichts sehen, Rivi, weil ich bin auf Ebene 11. Der Typ, Alter, schon wirklich. Diamanten. Du Psycho. Wirklich, du bist komplett krank, Kevin, Alter. Du bist einfach komplett krank. Okay, ich hab noch 2 Stunden, bis mein Auto abgeschleppt wird. Was meinst du, was sie sagen würden, wenn wir jetzt gleich mit dir Rüstung und Schwertern darüber kommen? Wir oder du? Also du. Nein, ich will, wenn du ruhig für uns alle jetzt. Oh, wir klatschen. Gamer-Style! Wir klatschen gleich auf jeden Fall gleich Unge. Okay, Early Boy klatschen wir gleich noch safe weg. Erschaffen wir noch diese Folge. Unge wird nichts herangenommen. Ich brauche einen Kosenamen hier. Nennt mich Michael.
Michael. Wollen wir alle Kosenamen machen? Ja, okay. Wir müssen immer, wir müssen so einer Coachsprache. Wir müssen so einer Coachsprache. Und wir brauchen so, Kevin, wir brauchen so Banner mit so Eisen drauf, weißt du? Okay, mein Kosename ist Drachenlord. Okay. Ja. Okay, finde ich ganz gut. Naja, das ist meiner, relativ. Das klingt doch schon mal sehr gut. Ich bin jetzt ganz oben. Achso, dir ist Kevin? Gemacht, nice, Digga. Und ich habe direkt eine Achterquelle gefunden. Was? Nice, Digga. Okay, vier Schwerter, Digga. Vier Schwerter auf Early Boy, Junge. Auf Early Boy. Nee, wir sind nicht so wie die anderen. Ich habe das gesehen bei Revi. Simon ist einfach hingegangen, hat ihn abgeschlachtet. Ja, aber ja, die werden alle noch, die werden jetzt mit diesem, mit dem Eisernen. Vor allen Dingen, du warst unter der Erde. Ich wusste nicht, was abgeht, weil Mo stand da und Alphastein, genau. Und die haben sich Schwerter gemacht und standen oben und du warst unten eingebuddelt. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, hä, wollen die den jetzt töten? Apropos Eiserner Pakt, wir müssen den Namen öfter droppen. So. Der Eiserner Pakt, wirklich, der muss komplett alle Leute wissen, dass Eiserner Pakt. Wir müssen eigentlich so Schutzgeld und sowas eintreiben. Ja, safe, Digga. Wir werden komplett diesen Server dominieren. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig schön. Patrick, wir machen Zwangshochzeit für dich. Du musst irgendwen heiraten. Ja, du, okay. bist der Schönste von uns, wirklich. Kann man nicht anders sagen. Naja, das ist jetzt auch wirklich Ansichtssache, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Also jetzt, da sind wir jetzt mal alle nicht einer Meinung direkt. Ich hatte schon so viele Zwangshochzeits-Dates in Real Life. Dass du jetzt auch eigentlich eine in Minecraft brauchen könntest. Ja. Okay, Kinder, also passt mal auf hier. Wir haben jetzt ein bisschen gestripmined. Kevin, wie viele Dias hast du jetzt an der Stelle? Sag mal ganz kurz, Bro. 17 Stück. 17 Stück, der Geisteskrankheit. Ja, moin, Digga. Wie hast du Revi? Ich weiß nicht, ich muss jetzt erst noch Eisenspitzhacke machen. Ich hab eine Quelle gefunden. Okay, ich check mal bei mir. Also, Early Boy ist schon vom Server runter, Simon ist schon vom Server runter, Leute. Das heißt, wir werden wahrscheinlich heute keinen Schlag machen können. Aber wir gehen gleich mal alle zusammen hoch und tragen mal zusammen, was wir so fahren konnten. Und dann, meine Freunde, werdet ihr sehen, wie der Eiserne Pakt wirklich aus den Flammen emporsteigt und die komplette Craft Attack Staffel von vornherein dominieren wird. Und es wird keinerlei Diskussionen geben, keinerlei Leute, die sich mit dem Eisernen Pakt anlegen werden, denn diese Menschen werden direkt von uns ausgemerzt. Und da könnt ihr für. So, ihr seht auf jeden Fall hier schon gerade den Dia-Cluster, den wir hier haben. Ist ganz nett auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall schon mal wieder arbeiten. Komm ich mal zurück und bring mal... Okay, lass mal gleich alle oben treffen. Dann checken wir mal kurz, was wir alle haben, Leute. Und ich würde einfach mal gucken, was wir jetzt schon zusammen haben, so. Okay. Ja, bringt bei mir nicht. Ich hab nur ein bisschen Eisen, Alter. Egal. Okay, es waren bei mir 5 Dias tatsächlich nur. Aber ist okay, ich kann damit leben so. Ich find's cool. So, Leute. Ich pflanze jetzt hier oben noch ganz meinen scheiß Kürbis an. Und dann haben wir auf jeden Fall in der Folge von den ganzen Dias. Ich habe 2 Dias verloren. Naja, schade drum. Würde ich sagen, Leute, sind wir auf jeden Fall heute schon richtig gut vorangekommen. Der Eiserne Pakt macht auf jeden Fall hier richtig Baba-Fortschritte. Ist hier oben noch mit einer Kürbisfarm, dies, das. Das sollte auf jeden Fall laufen. Wir haben einen Hund, wir haben Verbündete und wir haben auf jeden Fall schon unsere ersten Feinde auf der Liste stehen. Denke mal, Simon und Early Boy werden sich dann auf jeden Fall noch mit der Zeit wundern, was der Eiserne Pakt alles so zustande bringt, Leute. Ich würde sagen, das war's von der wunderschönen ersten Folge Craft Attack. Komm mal ganz was mit, Bruder. Ich würde sagen, Leute, schreibt mir auf jeden Fall ein Kommi, wie der Hund heißen soll. Ich bin ab heute Abend, denke ich mal, ab 18 Uhr online. Komm kurz mit, Hund. Komm, Kleinköter. Komm, wir gehen rein in unser Haus, komm. Komm jetzt, los, Bruder. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon für heute durch. Bello sitzt hier vorne am Bett. Keine Ahnung, wie wir ihn nennen. Ihr schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin damit raus. Checkt auf jeden Fall Patrick und Kevin und auch den guten Kadel aus. Alle in der Videobeschreibung. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. We'll be right back.